zusammen. Ja, und zwar mache ich nur ein kleines kurzes Video. Ich zeige euch so meine Fimo-Figuren, Anhänger-Charms, die ich gemacht habe. Ja, und ja, ich fange, glaube ich, hier mal mit an. Hier habe ich mir einen Saffiano gemacht. So einen kleinen Mini-Anhänger mit so einem Keks in Kawaii-Stil. Ich habe auch noch so einen großen Saffiano gemacht, wie man hier sehen kann. Dann auch einen gelben für meinen gelben Planer als Schlüsselanhänger. Und die habe ich ja hauptsächlich so an meine Planer, diese kleinen Anhänger. Hier habe ich zum Beispiel auch ein Filofax Malden Purple. Und da habe ich dann unten noch so ein Häschen dran gemacht. Mein Filofax Nude mit einem Donut hier unten. Mein Webster's Peach mit Schokolade. Und dann habe ich hier noch für meinen gelben Planer. Dann habe ich hier auch noch ein Molang, habe ich mir gemacht. Diese Kawaii-Figürchen, die finde ich auch sehr süß. Und auch so in Kawaii diese Sterne in Neonfarben, lila, so auch marmoriert. Aber da gibt es noch ein Tutorial dazu. Und dann habe ich hier noch so einen Donut. Und hier diese Mäusespeck. Ja, ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, was ich so bisher gemacht habe an Fimo. Ich mache das ja auch erst seit kurzem. Ich hatte das ja schon mal gemacht. Ich hatte ja schon mal ein Tutorial hier drüber gemacht. Ist aber auch schon ein bisschen her. Dann habe ich erstmal wieder aufgehört mit Fimo. Und ja, jetzt habe ich wieder damit angefangen. Und ja, mir gefällt das. Mir macht das Spaß. Ja. So sieht das dann nochmal aus. Ich kann euch das ja auch mal ein bisschen von nahen zeigen. Hier nochmal die Sterne. Donut, Mäusespeck, Filofax-Anhänger, hier den Keks, der ist so süß. Ich liebe ja so Kawaii-Sachen auch. Und hier mit den süßen Häschen-Anhänger, aber ich weiß gar nicht mit der Kamera, ob das so gut rüberkommt. Ich versuche das auch immer so ein bisschen, aber ich denke, ja. Das kommt wohl. Ja, jetzt sieht man es besser. Ja, mein Webster's Peach, Schokolade. Ja, und das habe ich dann auch noch. Wie man sehen kann, sind einige ja auch so glänzend. Hier zum Beispiel der Donut, die Glasur. Und hier ist es dann matt. Ja. Da habe ich dann so mit Nagellack drüber, hier so mit Schimmernagellack bei den Sternen zum Beispiel. Hier habe ich ganz normales Klarlack dann genommen. Ja, hier nochmal. Ja, ich mache auch jetzt gar nicht so großartig jetzt, sonst. Ja, das Video möchte ich jetzt auch nicht so in die Länge ziehen. Es soll nur ein kurzes Video sein, wo ich euch mal halt nur eben so zeige, was ich bisher gemacht habe. Der liegt da irgendwie so da hinten, der Arme. Ich finde den auch irgendwie sehr süß, den Molang. Kennt ihr bestimmt Molang und Rilakkuma. Sind sehr süß, solche Sachen. Ja, hier nochmal so. Ja, wie gesagt, ich möchte das Video jetzt auch nicht in die Länge ziehen.
Ja, und wie gesagt, hier gibt es dann noch ein Tutorial dazu. Und ja, ich denke, dann war es das jetzt auch. Und dann verabschiede ich mich jetzt auch erstmal bei euch. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.